In meinem letzten Video habe ich auf die Frage geantwortet, wieso Frösche. Und heute starte ich mit einer Serie Frösche als Persönlichkeiten und ich gehe in einzelne Frösche mit Beschreibung über den Entstehungsprozess. Unter dem Kommentar stand, alle Frösche sind schön, aber ich würde gerne mehr über die Martini-Frosch erfahren und darüber erzähle ich heute. Nach dem Intro geht es los. Hallo, ich bin Dara, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Nach langen Jahren experimentieren, studieren, unterrichten, malen habe ich mein eigenes Stil entwickelt und seit 2018 male ich Frösche als Persönlichkeiten. Und meine Tochter sagte mir, Mama, wenn du weiter so machst, siehst du selber wie ein Frosch aus. Und das könnt ihr auch sehen. Und jetzt mehr über die Frösche. Schon als Kind war ich ein bisschen anders als alle anderen Kinder. Und ich war ganz oft in meiner Welt, so wie auf der siebten Wolke. Und wenn die großen Familienfeste waren, war mein Onkel immer da. Und er hat mir öfter gesagt, Madame, kommen Sie auf die Erde. Und genau diesen Satz war Auslöser bei mir für diesen Martini-Frosch oder auf den siebten Wolke. Ich habe dann so mir gedacht, okay, diese Leichtigkeit, die ich als Kind hatte, so alle sitzen und essen und ich bin irgendwo in meiner Welt, ich träume und dieses Bild war einfach da. Ich habe mich auf diese Wolke gesehen und ich dachte, okay, da könnte man telefonieren, vielleicht Gespräche mit dem Gott führen. Eine Martini, so Getränk, die alle, ganz viele Frauen lieben. Und mit diesem Frosch wollte ich einfach zeigen, dass wir Menschen, egal ob Mann oder Frau, mal auf die siebte Wolke sich befinden können, auch träumen können. Weil wenn wir unsere Traum vorstellen können, da geht sie in Erfüllung. Und das ist ein Appell an unsere Gesellschaft, dass die Leute mehr in seinen Gedanken, in seiner Welt sich befinden können, ruhig in sich gehen können, träumen, weil die Träume, wenn man sie richtig gut vorstellen kann, die gehen in Erfüllung. Das war meine Inspiration. Bei dem Ablauf von meinen Bildern, wenn ich, es ist immer so, wie gesagt, es kommt eine Funke, es kommt immer eine Idee. Okay, Martini-Frosch auf der siebten Wolke, Kindheitserinnerungen. Und dann beginne ich immer mit der Skizze. Die Skizzen sind immer so ein Prozess, sollte sie liegen, sollte sie sitzen, sollte sie träumen. Und dann entstehen so kleine Skizzen, ab und zu 20 Skizzen. Und dann, wenn ich mit Skizze zufrieden bin, übertrage ich das auf den richtigen Format. Meine Frösche haben der Format 60-60 und 60 × 1,20 m. Das ist so, habe ich quadratische Format genommen. Und bei Martini-Frosch ist das praktisch die doppelte Format. Und dann beginne ich praktisch mit dem Farbenauswahl. Und vorher, bevor diese ganze sozusagen Geschichte entstehen, mache ich immer so Leinwandvorbereitung. Das ist so ein Prozess, wo ich mehrere Leinwände gleichzeitig vorbereite. Und dann, wenn die Leinwände fertig sind, entscheide ich, welcher Hintergrund zu welchem Frosch passt. Das heißt, es läuft bei mir so ziemlich alles parallel. So genau kann ich nicht sagen, wann entsteht zuerst, aber entsteht zuerst immer Wort. Ja? Das Wort, die Idee und dann die Umsetzung. Auf diese Frage kann ich wirklich nicht so antworten, Leute, 100 Stunden, 30 Stunden, 5 Stunden. Das ist wirklich ein Entstehungsprozess. Ja, die Bilder entstehen. Erstmal entsteht Leinwand und ich benenne dieses Prozess ein meditatives Prozess, weil ich morgens und abends eine Schicht einbringe. Und das kann ich so sagen, eine Woche morgens, abends einfach ja, Farbe einbringen und in die Welt von Farben eintauchen. Und wenn die Skizze fertig ist, das ist, dauert mal einen Tag, mal eine Woche. Das ist, wie gesagt, ein Prozess. Und wenn schon alles fertig ist, diese technische Sache, Übertragung und Ausmalen sozusagen, es könnte auch, bei diesem Frosch hatte ich so wirklich, wenn man so sagt, dann habe ich einen Monat gebraucht. Ja? Das ist so von Entstehungsprozess, von der Idee bis zum fertigen Bild. Das war eine meiner ersten Frosche, das ist in 2018 entstanden und das ist eine meiner Lieblingsfroschen. Ist. Und bleiben Sie dabei, Fortsetzung folgt und ich wünsche euch einen fantastischen Tag, eure Dara. Bis zum nächsten Mal.